Alter, ich habe gerade so fett Pizza gegessen. Ich habe zu schnell gegessen, glaube ich, weil ich bin jetzt echt extrem full. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, liebe Freunde, nun schon der dritte Teil zum Livestream von Denise und Tommy. Ich weiß, es hat sich jetzt ein bisschen gezogen über die Tage. Aber, liebe Freunde, erst in dem heutigen Teil werden sie ihre Meinung über mich sagen. Und ich, so schlau wie ich bin, habe schon zu dem Punkt vorgespult, wo es losgeht. Also es wird direkt, yalla, 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 direkt rein da, los geht's, wird über mich geredet. Bevor das Video losgeht, möchte ich ja aber noch auf mein Instagram hinweisen. Denn heute werde ich auf meinem Instagram wieder mal einen Gutschein verlosen. Und zwar einen 25 € Amazon-Gutschein. Einfach so in meiner Story, also unter allen, die mir folgen und die halt als erstes, ja, haben, kommen, die sind halt, ne, die haben gewonnen, die kriegen den Gutschein. Es lohnt sich also, die Benachrichtigung zu aktivieren und ich wünsche euch allen ganz viel Glück. Und ganz davon abgesehen, liebe Freunde, habe ich das schon ein paar Mal gemacht und werde das auch noch öfter machen. Also es ist nicht die letzte Chance für euch, einen Gutschein random einfach zu gewinnen, sondern wenn ihr aktiv auf Instagram umhertümmelt und ja, einfach aktiv am Start seid, dann habt ihr öfter mal die Chance, etwas zu gewinnen. Ich würde sagen, liebe Freunde, Kopfhörer auf und rein ins Vergnügen. Ja, ich trinke jetzt mal nochmal einen großen Schluck Wasser, weil den habe ich mir verdient. Mini-Werbung, Update, Update. Ich habe euch doch erzählt, wie viele Leute ohne zu abonnieren meine Videos schauen. Und ihr habt jetzt teilweise so hart abonniert, dass wir über 10% runtergegangen sind. Also wir sind jetzt im Plus, liebe Freunde. Also macht schön weiter so. Danke an alle Ehrenmenschen da draußen. Ich küsse eure Herzen. Mini-Werbung, Ende. Ja. So, und los geht's. Ich bin gespannt, liebe Freunde, was da gesagt wird. Wie findet ihr es, dass Sado über eure Beziehung Videos machen wird? Aha. So, nachdem Sado das letzte Mal ein Video über uns gemacht hatte, habe ich mit ihm geschrieben. Er hat mir auch Aha. Tipps gesagt. Er meinte, hey, mach es doch einfach öffentlich. Dann sind die Leute entspannter, sonst denkt man, ihr macht das für Fame. Und dann, das Ding ist, wir beide kommen mit Sado gut klar. Ich mag ihn. Ich feiere auch seine Videos, ich feiere seinen Humor so. Aber ich habe ihm auch gesagt, was ich halt nicht so cool fand. Das muss ich jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit tragen. Alles in allem hat er, sag ich mal, uns eigentlich auch ein bisschen geholfen. So. Manche Sachen fand ich jetzt nicht so cool, aber alles gut zwischen uns. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt alles ist oder nicht, aber ist jetzt auch ein bisschen krass, dass sozusagen ja, dass ich gesagt habe, sie sollen das öffentlich machen. Das Ding war, dass Denise auf mich zugekommen ist und sich so mehr oder weniger darüber beschwert hat. Und dann habe ich gesagt, ey, ich sehe das nicht ein, weil ihr könnt mir nicht erzählen, dass das, was ihr öffentlich als Hints, als kleine Beweise so, was man herausfinden kann, wie, dass sie zusammen am See sind und man seinen Schuh sieht und so weiter. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das unbedacht war, ne? Das habe ich ihr halt so von Auge zu Auge gesagt, so, dass ich weiß, wie Influencer ticken und dass ich auch weiß, dass das nicht aus Versehen war. So, und dass ich lediglich darüber berichtet habe und vor mir haben das schon einige mehr gemacht. Also wirklich ein paar Instagram-Seiten haben darüber schon berichtet. Ich bin halt der Erste, der es auf YouTube austrägt. Und der Grund, warum die meisten Leute das immer blöd finden, wenn ich ein YouTube-Video über etwas mache, ist, weil sehr viele Leute hinter mir stehen und auch die gleiche Meinung haben wie ich und weil es auch sehr viele Leute erreicht. Und ob es ein YouTube-Video ist, was viele Leute erreicht, das ist nochmal was anderes wie eine Instagram-Story, die nach 24 Stunden weg ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und deshalb sind sehr viele Leute meistens immer so angepisst, kann man sagen, oder oft angepisst, obwohl es keinen Sinn macht, weil sie sind selber die Person, die das Ganze in die Öffentlichkeit getragen haben und die das Ganze öffentlich gepostet haben. Und ich bin, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt auch nur auf Dinge eingegangen, die sie öffentlich gepostet haben. Und dann kam halt von ihr so mehr oder weniger so, hey, alles schön und gut, aber wie viele Videos willst du noch machen? Und meine Antwort darauf war halt so, ich mache so viele Videos, wie ich mag, über die Sachen, die ihr öffentlich postet, weil das, was ihr öffentlich postet, darf ich aufgreifen. Da spricht nichts dagegen, wisst ihr, wie ich meine, liebe Freunde? So, deshalb, ich habe ihr dann gesagt, dass ich einfach die Art und Weise, wie sie vorangegangen sind, wie sie das Ganze getan haben, dass ich es einfach nicht schlau fand, dass es einfach nicht, also, dass es nicht so um die Ecke gedacht war, weil sie können um die Ecke denken und sie wissen, was passiert, wenn die und die Anzeichen in Stories gepostet werden und so weiter und so fort. Dass früher oder später immer mehr Leute dahinter kommen und das mehr den Druck erhöht, dass die das Ganze öffentlich machen.
machen oder Leute, denen halt 24/7 auf den Sack gehen, so. Und das war jetzt halt auch der Fall. Und dann habe ich ihr halt gesagt so, yo, es ist halt offensichtlich und ihr seid dafür verantwortlich. Wenn du deine Ruhe willst, dann würde ich es öffentlich machen, weil dann habt ihr eure Ruhe. Dann werden keine Gerüchte mehr verstreut, weil dann gibt es keine Gerüchte mehr, weil dann ist es öffentlich. Das habe ich ihr so gesagt. Die privaten Chats will ich jetzt auch nicht einblenden. So, sie hat auf Ehrenbasis die Chats nicht eingeblendet. Deshalb werde ich das auch nicht machen. Muss ja auch allgemein nicht sein. Das, was sie gesagt hat, stimmt ja. Und das, was ich gesagt habe, stimmt auch. Das kann ich euch vergewissern, weil würde mir jetzt auch nichts bringen zu lügen und Denise würde jetzt ein Statement machen und sagen so, yo, Cedric hat euch angelogen. So, macht ja keinen Sinn. Deshalb, ja, ich habe einfach nur gesagt, ich fand die Moves nicht schlau, so, dass ich drüber berichte. Da mache ich leider keinen Unterschied zwischen wir sind befreundet oder wir sind nicht befreundet. Ich berichte über alle möglichen Leute, wo halt Dinge passieren und die Dinge machen und dementsprechend, ja, ist das halt so, ne? Meinung, dass Tommy raucht. Ja. Ach, das war's schon. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir so, aber mittlerweile stört mich das nicht mehr so krass. Also ich rauche nicht. Was stört mich nicht so krass? Also ich rauche auch tatsächlich nicht mehr so viel wie damals. Also wenn er mit mir ist... Also um das kurz aufzugreifen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber den Fall hatte ich bei einer Ex-Freundin von mir auch, dass sie geraucht hat und es hat mich extrem gestört. Und dass es mich so gestört hat, ist auch nicht mehr weggegangen. Einfach weil ich als... Keine Ahnung, warum ich gerade eine Fusselrolle in der Hand habe. Einfach weil ich als Nichtraucher das einfach nicht angenehm fand, wenn man sich geküsst hat oder wenn man miteinander geredet hat und so. Fand ich einfach nicht so nice. Das ist nochmal was anderes, wie wenn du Freunde hast, die rauchen. Die küsst du ja nicht. Vielleicht schon manchmal. Außer du heißt Bünjamin oder keine Ahnung, welche Freunde sich alles küssen auf TikTok. Aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Deshalb, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass sie das am Anfang kacke fand und jetzt schon nicht mehr kacke findet. Also, dass sie jetzt schon nichts mehr dagegen hat. Kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Und wenn ich ehrlich bin, weil mich hat die komplette Beziehung gestört. Die komplette Beziehung. Und wir hatten auch am Anfang gesagt, sie hört auf damit. Hat sie dann auch, hat sie dann doch nicht. Und das war einer der größten Stressfaktoren einfach. Mitunter wirklich so. Braucht er wirklich sehr, sehr wenig. Was sagt ihr zum Altersunterschied? Also ich krieg da gar nichts mit. Du? Also ich vergesse immer, dass er, sag ich mal, erst 18 ist, dass er halt 2 Jahre jünger ist als ich. Das merkt man einfach nicht. Also wenn man uns beide persönlich kennt, dann merkt man das auch tatsächlich gar nicht. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt kindisch wäre oder eher zu reif oder sonstiges. Wir sind halt einfach auf einem Level so. Und das Alter hat halt wirklich nichts über die Reife auszusagen. Ja. Ja. Ja, das ist sogar, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Erstmal auch danke für die ganzen Komplimente. Wie nennt ihr euch gegenseitig? Oh, jetzt wird's cringy, oder? Leute, sagt jetzt wird's cringe? Ja. Ah, haltet euch fest. Ich nenne sie Babe. Das ist immer unterschiedlich. Also, kommt immer drauf an, auf die Situation. Wenn man sauer ist, dann nennt man sich natürlich beim Namen. Dann nennt man sich beim Namen. Obwohl eigentlich auch nicht so wirklich bei uns. Also wir nennen uns eigentlich nie beim Namen, außer wir reden halt so. Außer jetzt zum Beispiel Arian ist dabei, dann sage ich auch, Tommy hat das und das gesagt, so. Aber, Wir haben auch sehr lustige Namen, aber die werden wir nicht nennen, oder? Aber ich habe ihn auch als Babe eingespeichert, so. Also wir nennen es immer Babe oder Schatz, oder? Innovativ, so. Sehr innovativ. Ich kann die Frage einfach nicht mehr lesen. Wie viele Stunden fliegt ihr morgen? Eine Stunde. Ja, Amsterdam nach Berlin ist nur eine Stunde. Tommy, welchen Song findest du von dir am schlimmsten? Am schlimmsten? Ich kenne sogar noch gar nicht alle von ihm. Also ich habe natürlich mal Recherche gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Mir einige angehört. Auch die bösen Songs. Am schlimmsten? Ich würde sagen, die bösen Songs. Das war, glaube ich, der Schlimmste. Den fand ich auch am schlimmsten. Echt? Ich habe mir immer so angehört und dachte... In irgendeinem Song
schießt er doch auch gegen mich. Sagt er da nicht irgendwas mit Sedo? War ich da noch mit Tina zusammen? Ich weiß es gar nicht. Aber in irgendeinem Song hat er auch irgendwie gesagt, keine Ahnung, er hat mich auch irgendwie so halb beleidigt oder so. So auf, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Und so, oh shit, was, wenn wir uns dann mal trennen und er so einen Song über mich macht? Aber erst, das war ein Witz, er würde es niemals machen. Nein, niemals. Er ist ein ganz anderer Mensch jetzt. Die letzten drei Songs, in denen es um Liebe ging, da hatte er auch nicht, da ging es ja auch nicht um seine jetzige Ex-Freundin. Nein. Hast du noch Kontakt zu Ferhat? Nein. Also man hat sich den Tag mal gesehen, kann man auch ganz offen sagen. Man hat sich in der Stadt gesehen, auf ganz entspannt. Man hat sich die Hand gegeben, kurz gequatscht, wie es läuft und so weiter. Aber mehr ist auch nicht. Also sprich, wir haben keinen Kontakt, so dass wir irgendwie chillen oder so. Was sagst du zu Z-Cleaner? Die Frage ist jetzt wahrscheinlich an mich gerichtet. Z-Cleaner? Heißt sie Z-Cleaner oder heißt sie Celina? Ich verstehe den Namen auch nicht. Celina. Also Z-Cleaner heißt sie ganz sicher nicht. Celina, falls du gerade zufällig zuschaust, kannst du mir gerne kurz eine DM schreiben und einfach sagen, wie man deinen Namen ausspricht und wie du dazu gekommen bist. Oder was der Hintergrund des Namens ist. Das verstehe ich nämlich nicht. Jetzt bin ich aber gespannt, was sie sagt. Hab nichts gegen sie. Muss ehrlich sagen, fand sie sogar, also ich finde, sie kommt süß rüber. Sie ist eine Hübsche. Hab nichts gegen sie. Ich finde es auch dumm, wenn man was gegen eine Person hat, obwohl man die nicht mal kennt. So. Ich kann nichts über ihren Charakter sagen oder so. Bias Meinung, Tommy. Definitiv krassester Newcomer, den es derzeit gibt in Deutschland. Wer ist das? Bias ist ein sehr kranker Künstler. Wirklich ein übertrieben kranker Künstler. Und ich bin gespannt, wer sein erstes Feature wird. Ich bin sehr gespannt. Aber er sollte sein Ding lieber alleine durchziehen. Kriege ich ein Hey von euch beiden, please? Hey! Hey. Ich rede voll viel und du so voll wenig. Ich warte noch auf was Spannendes, Leute. Wieso hast du mit einer Fanpage von dir über Sunny Loops gelästert? Ich meine, das ist krass unnötig. Streite nicht ab, es gibt Screenshots, die rumgehen. Wenn ich mit einer Fanpage gelästert haben soll, kann ich mich jetzt gerade irgendwie nicht dran erinnern. Kann sein, dass ich mal irgendwas gesagt habe. Aber wenigstens trete ich das nicht in die Öffentlichkeit und sage jetzt nicht in meiner Story, Leute, das ist so und so, sondern mache das, also, was heißt das dann? Falls ich gelästert habe, tut es mir sehr leid. Aber du brauchst ja auch nicht rechtfertigen, das schon wieder. Ja, aber manchmal so, es gab halt immer so Anspielungen in Videos von den Vieren, die ich halt nicht so cool fand, das habe ich halt dann gesagt. So, aber ja, okay, das war einfach nur, also das, was ich habe, ist, dass, ich kann es euch ja einblenden, ist ja, keine Ahnung, wurde mir ja zugeschickt von ihren eigenen Fanpages. Ich hasse keinen Menschen, wieso sollte ich auch? Die zwei hassen mich halt, weil sie neidisch sind, aber ich habe es nicht nötig. Ich weiß nicht, um wen genau es ging, aber mir wurde auch geschrieben, es geht da um Sonny. Aber warum die zwei, weiß ich nicht. Vielleicht Sonny und Celina? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Dieses, die zwei hassen mich halt, weil sie neidisch sind. Das ist halt das Gefährliche dahinter, ne? Aber ja, muss auch jetzt nicht sein, dass es um diesen Screenshot ging, ne? Also deshalb kein Plan. Sei mal ehrlich, wer hat noch... Komm bitte nicht damit an, warum lästerst du? Ey, wie viele Leute lästern über Denise? Wisst ihr, was ich meine? Und da macht niemand was. Oder juckt es auch keinen. Warum stört euch das sehr? Außerdem hat jeder schon mal über irgendjemanden gelästert. Noch mit aber irgendwie bestätigt das, was Tommy gerade sagt, dass es wirklich passiert ist. Ne? Weil sie hat ja am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ich mal und wenn, dann tut es mir leid. Aber das, was Tommy gerade sagt, verteidigt ja, dass es normal ist zu lästern. Also, dass sie es getan hat, mehr oder weniger. Wisst ihr, was ich meine? Leute, heute schwieriges Video heute. Tommy-Kontakt, nein. Und wenn ich läster, dann eigentlich nur privat. Also jetzt nicht im öffentlichen Kreis oder so. Aber ich würde niemals über Freundinnen von mir lästern. Es sind irgendwie immer dieselben. Wie geht man am besten mit Hate um?
du, ja, wenn okay. Ich das wüsste. Juckt mich nicht, wie man am besten mit Hate umgeht, Alter. Leute, das war's mit dem Video. Das war auch der letzte Livestream-Ausschnitt, den wir am Start haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für die zwei Videos davor, die könnt ihr gerne auch auschecken. Da reagieren wir auf die zwei ersten Teile. Da sind auch sehr interessante Sachen dabei, wie die sich kennengelernt haben und so weiter und so fort. Der ein oder andere Blick ist das wert. Deshalb schaut da gerne rein. Ich würde sagen, vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen. Vergesst nicht die Verlosung, die heute in die Story kommt. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, Leute. Danke fürs Einschalten und ciao. Got a lot to do.